Es ist die letzten Wochen ja viral gegangen, den kleinen Ausflug der großen Lisa Littmann in den Sand. Ich denke nur an das große Streitthema Stemmschritt. Ich weiß aus Erfahrung, dass das ein großes Streitthema sein kann. So, herzlich willkommen, liebe Volleyballfreunde. Mein Name ist Paul Senz. Ich freue mich sehr, dass ich im Namen des Volleyball-Trainerportals des Deutschen Volleyballverbandes ein Interview führen kann mit zwei sehr bekannten Gesichtern des deutschen Volleyballs. Und zwar über ein Thema, das brandaktuell ist. Es ist die letzten Wochen, ja, auf gut Deutsch gesagt, viral in den sozialen Netzwerken gegangen, den kleinen Ausflug der großen dreimaligen Volleyballerin des Jahres, Lisa Littmann, in den Sand von Düsseldorf und der damit einhergehenden kombinierten Ausbildung Beachvolleyball und Hallenvolleyball gemeinsam für Leistungssportler. Welche Vorteile kann das bringen? Ja, ich bin sehr, sehr stolz auf unsere beiden Interviewgäste. Sie bedürfen vermutlich eigentlich keiner Vorstellung. Nichtsdestotrotz möchte ich sie nicht unvorgestellt lassen. Auf der einen Seite sitzt ein Mann mit sehr, sehr viel Beachvolleyball-Erfahrung, selber Beachvolleyball-Jugend- und Junior-Nationalspieler gewesen, dann Jugend- und Junior-Nationalspieler ausgebildet als Bundestrainer, Teil des Trainerteams von Laura Ludwig und Sarah Goller, die damals eine Europameisterschaft gewinnen konnten. Heute ist er nach wie vor im Beachvolleyball aktiv als Sportdirektor. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist, Niklas Hildebrand. Herzlich willkommen. Hallo Paul. Und auf der anderen Seite sitzt ein Mann, der nicht weniger bekannt ist, jahrelanger Hallennationalspieler gewesen, hat geschafft, sich 2012 mit der Hallennationalmannschaft für Olympia zu qualifizieren und für die Kenner. Unter euch, unter uns wissen wir, dass das im Hallenvolleyball ein verdammt fieses Ding ist bei dieser Dichte, bei dieser Leistungsdichte in Europa. Er hat dort geschafft, den 5. Platz zu erreichen. Ja, hat neben diversen Vereinen in der Volleyball-Bundesliga auch in Piacenza in Italien gespielt, ist italienischer Meister geworden. Umso schöner, dass man dann nach der aktiven Karriere sich weiter dem Sport verschreibt und als Sportdirektor in der Halle weitermacht. Christian Dünnes, herzlich willkommen. Hallo Paul. Ja, Christian, wie... Erstmal die Frage vorab, gab es zu deiner aktiven Zeit selber auch mal solche Ausflüge in den Sand? Hast du selber auch mal ein bisschen Beachvolleyball gespielt? An Turnieren teilgenommen habe ich sogar während der Volleyball-Bundesliga-Zeit noch, ja. Allerdings dann immer vielleicht noch früher als Luise, kurz nachdem die Hallensaison zu Ende war und auch am Ende in meiner relativ langen Bundesliga-Karriere dann relativ wenig Turniere. Meistens mit der Nationalmannschaft zusammen, so ist es auch bei Luisa, hat man wenig Zeit dafür, weil man aus der Bundesliga-Saison, aus dem Bundesliga-Finale vielleicht schon zu spät in die Nationalmannschaft einsteigt, das Nationalmannschaftsprogramm dann den ganzen Sommer geht und man fast ohne Vorbereitung dann schon wieder in die Vereinssaison einsteigt. Wenn es sich aber ergeben hat, dann habe ich es sowohl im Nachwuchsbereich als auch im Erwachsenenbereich immer sehr gerne gemacht. Ja, Niklas, wie groß war denn die Freude, ne, so eine Top-Athletin wie eine Lisa Littmann, die ist ja nur wirklich das Gesicht des deutschen Hallenvolleyballs. Wie groß war die Freude, sie zu einem Turnier im Sand locken zu können? Extrem groß. Also das muss man wirklich sagen. Auf der anderen Seite, es war jetzt nicht so, dass ich täglich bei ihr angerufen habe und gesagt habe, Mensch, komm doch. Also großartig gelockt, sage ich jetzt mal so, haben wir sie aktiv nicht. Und das ist ja sowieso das große Thema. Auch damals könnte man sich überlegen, wenn jetzt Markus Popp und Björn André im Sand zusammen gespielt haben. Und dann war ja auch die Frage, wie sehr hat jetzt der Beach-Bereich sozusagen gelockt? Das ist ja so ein bisschen die Angst, ich nehme das direkt mal auf, dass immer direkt gesagt wird, man nimmt dann dem Hallenbereich etwas weg. Das wirkt nach außen, glaube ich, an manchen Stellen vielleicht so, ist es aber nicht. Sondern das Thema war, dass Luisa gesagt hat, sie würde gerne in dieser Zeit, sie war ja erst mit der Nationalmannschaft in Kienbaum und hat jetzt noch ein bisschen frei, weil bekanntermaßen die Vereinssaison ja an anderer Stelle anliegt und Nationalmannschaftslehrgänge jetzt nicht mehr waren durch die Corona-Verschiebung von verschiedenen Events. Und dann hat sie gesagt, ich möchte mich individuell weiterentwickeln. Und da ist Beachvolleyball aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit. Und als ich das dann gehört habe, dass sie mit Isabel Schneider das Turnier spielt, war die Freude immens groß. Und ich finde, sie hat das herausragend gemacht. Insofern mussten wir sie nicht großartig locken, aber die Freude war sehr groß. Ja, zum Ende sogar noch einen Satz geholt, ne? Und
Aus meiner Sicht, also sie war ja extremst nervös. Ich weiß nicht, ob ihr oder die Zuschauer, dann die Trainer das so weit mitbekommen haben, aber sie hat es dann ja auch so formuliert und sie hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Sie ist da immer besser reingekommen. Sie ist eine klasse Volleyballerin, fast egal auf welchem Untergrund. Also ich will sie jetzt nicht unbedingt im Januar, das wird natürlich auch durch die Hallensaison nicht gehen, aber im Schnee sehen, aber wahrscheinlich würde sie sich da auch noch ganz gut anstellen. Ich glaube, dass Top-Volleyballer, fast egal, also auf welchem Untergrund, wenn sie technisch gut ausgebildet sind, erstmal gut zurechtkommen. Aber es hat mir gut gefallen. Ja, Christian, welche Vorteile hat denn so ein Ausflug in den Sand jetzt für Luisa oder für jeden anderen Hallenvolleyballer, wenn der dann jetzt den Untergrund wechselt und dann da sein Glück versucht? Ja, Luisas Fall ist ja in der Hinsicht speziell, dass sie schon erwachsen ist, schon dicht an ihrem Leistungsmaximum, denke ich, in der Halle sich befindet. Hier ist es sicherlich zu unterscheiden von dem Fall, wenn wir von eigentlich der ursprünglich kombinierten Ausbildung von unseren Hallenkaderathleten im Nachwuchs reden. Trotzdem hat das für sie eine Menge Vorteile, wie für jeden anderen Hallenvolleyballer, der den Sommer nicht proppevoll hat mit Nationalmannschaftsvorhaben in der Halle. Es ist zum einen einfach mal eine andere Belastung, ein anderes Ambiente. Man macht nicht 12 Monate das Gleiche oder man hält sich dann nicht zum gleichen Zeitpunkt in einer 50 Grad warmen Halle auf und macht mit drei anderen Spielerinnen dann irgendwelche Abwehrübungen, sondern man ist draußen in der frischen Luft. Man hat spielerisch auch einfach einen anderen Reiz. Ja. Das ist gerade, ich denke, das ist schon angesprochen, für ihre jetzt kommende Vereinssituation, denke ich, ein super Zeitpunkt gewesen, nach 2 Wochen Nationalmannschaftslehrgang. Hat sie jetzt noch mehrere Wochen, eventuell sogar noch 2 Monate Zeit, bis es bei ihrem Verein losgeht und sich hier zum einen fit zu halten, gelenkschonend fit zu halten, sehr dicht am Volleyball fit zu halten und auch einfach mal ja, den Druck, den sie selber macht, eher als der von außen kommt, in so einem Turnier mit ihrer Partnerin, eine Verantwortung gegenüber der Partnerin, zu zweit auf dem Feld zu stehen und dort eine Situation zu lösen, die sie sonst nicht gewohnt ist, wo sie nicht schon seit Jahren weiß, wie das Spiel funktioniert und was sie in schwierigen Situationen machen muss, um einfach nochmal vor neue Probleme gestellt zu sein, gerade vielleicht auch in der Annahme, was sie sonst in der Halle nicht machen muss, oder auch mal mehrere Bälle zuzuspielen, präzise, so dass die Partnerin angreifen kann, sich im Sand zu bewegen, was nicht so einfach ist wie auf dem harten Hallenboden. Das sind alles Sachen, neue Herausforderungen und ich denke, als Leistungssportler sucht man die neuen Herausforderungen. Das könnte auch eine Erklärung sein, warum zum Beispiel Björn André, Markus Popp es jahrelang gemacht haben. Und man braucht sie auch, um sich weiterzuentwickeln. Und gerade auf ihrem Leistungsniveau kann das auch hinterher die letzten 0,2, 0,5% sein, eine solche Erfahrung, weil andere Möglichkeiten, solche Reize zu setzen, hat man relativ wenig, wenn man sich auf dem Niveau bewegt. Eine Ergänzung noch, Paul. Sie hat das Ganze als jetzt 4-Wochen-Block gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie eine Woche oder anderthalb Wochen im Sand war, dann das Turnier gespielt hat und jetzt direkt wieder Urlaub macht oder erstmal in die Halle zurückkehrt, sondern sie hat jetzt noch weitere 2,5 Wochen. Insgesamt ist das ein 4-Wochen-Block. Das wollte ich nochmal erwähnen, weil ich glaube, so gehen wir ja auch im Nachwuchsbereich vor, über den wir dann ja gleich noch kommen, dass immer wieder solche abgestimmten Blöcke am Ende ja das Geheimnis in Anführungszeichen sind. Und wenn klar definiert ist, von A bis Zeitpunkt B ist X oder Y, also Halle oder dann Sand im Sommer, dann ist es für alle eindeutig und es gibt auch keine Probleme. Und für sie war es jetzt so, dass sie 4 Wochen individuell, wie Christian es beschrieben hat, arbeiten wollte und das nicht nur im Training machen wollte, sondern dann auch im Wettkampf spielen wollte. Und insofern passte es gut. Sie würde dann, wenn ich das soweit sagen darf, in ihrer individuellen Planung, macht sie Urlaub und dann geht es direkt in ihren Hallenverein. Das klingt natürlich nach einem guten Plan, mit vor allem auch mit den 4 Wochen. Nur hat Christian vorhin zum Beispiel auch schon gesagt, die haben wir teilweise eben nicht. Ne? Also wenn wir sagen zum Beispiel, der Hallenvolleyball fördert
unsere Athletik, durch das Laufen im Sand und so weiter, präzises Zuspielen, Dinge machen, die wir vielleicht in der Regel sonst so nicht machen. Und man sagt, mit den vier Blöcken beispielsweise, dann ist das ja in so einer normalen Sommersaison eigentlich fast nicht durchsetzbar. Oder wie kann das sein? Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, eine Luisa hat auch eine Hallennationalmannschaft zu spielen, vielleicht schafft sie zwischendurch mal, wenn das vorbei ist oder davor, ein Sandturnier zu spielen. Aber dann kann man sich natürlich in dem Maß nicht darauf vorbereiten. Kann man da trotzdem irgendwie von profitieren? Kann man das trotzdem irgendwie hinbekommen? Oder muss ich quasi alle vier Jahre das, oder auch, es gilt ja auch für Jugendnationalmannschaften, muss ich da immer erwarten, dass ich vielleicht keine Olympiaspiele oder ein bisschen mehr Zeit im Sommer habe? Ne, weil das ist ja nur, ist ja jetzt ein Sonderfall. Ne? Vielleicht kam Corona auch ein bisschen mit rein, ne, dass man Olympia ist nun sowieso verschoben. Ne, aber die Zeit hat man ja nur oft gar nicht. Ne? Also wie sehe das belastungstechnisch zum Beispiel aus? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte schon gesagt, Luisa und ein paar andere Athletinnen und Athleten, auch im Nachwuchsbereich, haben dafür wenig Zeit oder keine Zeit, beziehungsweise eigentlich eher im Erwachsenenbereich Nationalspieler. Aber das sind verschwindend geringe im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Athleten, die wir haben. Also für über 90% der Athleten, die es leistungsorientiert machen, selbst für Bundesligaspielerinnen, selbst für Bundesligaspieler, ist genug Zeit im Sommer für einen solchen Block. Sollte genug Zeit sein, weil der Nutzen den Aufwand deutlich, deutlich übersteigt, aus meiner Sicht. Luisa und alle anderen Stammspielerinnen, alle anderen Spielerinnen, wenn ich zum Beispiel das Gleiche, die im Kreis der Erwachsenen-Nationalmannschaft sind, mit der Volleyball Nations League, mit einer EM im nächsten Jahr, 2022 einer WM, da wird es insgesamt sehr schwer unterzubringen. Da muss man sich solche Gelegenheiten sehr gut suchen, sehr gut auswählen, und das ist nicht ganz so einfach. Im Nachwuchsbereich sind auch da wieder die Athletinnen und Athleten, die für beide Untergründe interessant sind, die aber halt auch in der Hallennationalmannschaft ein wichtiger Teil sind, die Trainer dort sehr gern sehen, die dann auch ein wichtiger Teil in der Landesauswahl sind, die dann auch ein wichtiger Teil in der Vereinsmannschaft mit den jeweiligen U-Meisterschaften sind, die auch ein wichtiger Teil in Jugendturnieren für Olympia sind. Das sind die Athleten, wo auch wieder Beachvolleyball schwer reinpasst, wo wir aber von unserer kombinierten Ausbildung her, gerade im Nachwuchsbereich, seit Jahren versuchen und dann mittlerweile auch immer bessere Wege finden, ihnen diese Beachblöcke zu ermöglichen. Trotzdem, du hast es auch schon angesprochen, Belastungssteuerung ist hier gerade im Nachwuchsbereich, gerade für diese Athleten, die für alle Trainer interessant sind, das Zauberwort. Und hier müssen wir extrem darauf achten und für jeden individuellen Plan haben. Ansonsten wird die kombinierte Ausbildung bei den Athleten kommt nach oben drauf. Das liegt aber nicht am Beachvolleyball, sondern es liegt einfach an der Vielzahl der Trainer, der Vielzahl der Aufgaben, die die Athleten allein schon im Hallenbereich dann machen sollen, machen wollen, auch natürlich in dem Alter. Besonders als bei Luisa, die Selbststeuerung noch nicht so ausgeprägt, man kennt seinen Körper noch nicht so gut und bremst dann immer zu spät. Da liegt eine Verantwortung auf den Trainern und auch auf den Sportler, auf die Belastungssteuerung zu achten. Und in die Richtung wollte ich es auch jetzt ein bisschen drehen, weil am Ende werden ja voraussichtlich hoffentlich viele Trainer, dann unser Gespräch auch verfolgen. Ich glaube, und da sind Christian und ich sehr nah beieinander, wir sagen mal, da passt kein Blatt dazwischen, das ist auch de facto so. Aber wenn man jetzt mal reale Beispiele nimmt und sagt, okay, wie sieht denn das dann wirklich aus? Also wie kann man zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Lukas Fretschner, in der einen Saison, als er erste Youth Olympic Games im Sand spät im Jahr gespielt hat, müsste ich jetzt nachgucken, gefühlt, es war auf jeden Fall im Herbst, September, Oktober, da läuft natürlich die Hallenvorbereitung oder lief die Hallenvorbereitung für das Erstligaprojekt in Berlin schon. Und trotzdem wollte Lukas natürlich auch, weil das kann jeder Beachvolleyballer, jeder Volleyballer verstehen, selbst wenn er dann in die Richtung Beachvolleyball sich entwickeln möchte, dass er natürlich gesagt hat, Mensch, ich möchte für mich als Volleyballer mal erste Liga gespielt haben. Und da haben wir natürlich sofort gesagt, Christian und ich gemeinsam mit den Bundestrainern, ja klar, machen wir.
Dann gehen aber aus meiner Sicht die Themen los, Belastungssteuerung und das und vor allen Dingen über die Kommunikation mit den Trainern. Und das ist das große Thema. Wenn jetzt der Vereinstrainer an der Stelle, dadurch, dass es ja das DVV-Projekt ist, muss man da jetzt nicht unbedingt Erster oder Zweiter werden, natürlich möglichst viele Spiele gewinnen und gut mitspielen, aber hat jetzt nicht dieses Vereinsziel. Dadurch fand der Trainer es natürlich an der Stelle jetzt nicht bestens, dass Lukas in der Hallenvorbereitung und bei den ersten Spieltagen nicht dabei war. Aber zur individuellen Entwicklung von Lukas war dieser Schritt perfekt. Und nachdem er dann die Hinrunde, Christian, das kannst du gleich gerne nochmal ergänzen, die Hinrunde nicht so sehr gespielt hat, am Ende der Hinrunde ist er dann eingestiegen, weil er nach dem Sand eine Pause gemacht hat. Das ist das Thema Belastungssteuerung. Und dann sehr selbstbewusst mit einer richtigen, ich sag's jetzt mal, Geilheit, aber auch auf die Halle zurückgekommen ist. Dann hat er für sich erste Liga Halle gespielt, über außen, hatte ja auch aus meiner Sicht auch Top-Werte und konnte der Mannschaft helfen, bevor er dann allerdings wieder in den Sand gegangen ist, weil er sich ja für Beachvolleyball entschieden hatte. Deswegen glaube ich, dieses Thema, das hält sich ja sehr hartnäckig, Paul, wie du es ja auch schon erwähnt hast, naja, ist das wirklich so einfach und kriegt man das hin? Ja, wenn man das wirklich will im Sinne des Athleten und wenn die Trainer es schaffen, und das ist für mich das Entscheidende, deswegen mache ich auch so den Zeigefinger nach oben an der Stelle, die Trainer haben das in der Hand und haben die Verantwortung dann aber auch gerade bei den jüngeren Athleten, zumal wenn sie unter 18 sind, und danach ja letztendlich auch noch die Belastungssteuerung besser abzustimmen. Und da kommen aus meiner Sicht dann wir natürlich an Themen, wie wichtig ist einem Vereinstrainer eine Entwicklung einer Mannschaft? Natürlich sehr wichtig aus seiner Zielstellung, aber am Ende geht es Christian und mir immer um die Entwicklung der einzelnen Spielerpersönlichkeiten, technisch, taktisch, athletisch. Und da sind wir davon überzeugt, dass über eine gut abgestimmte Kombination zwischen den Trainern in erster Linie, Stichwort Belastungssteuerung etc., dass das möglich ist. Und wenn man sich da in der Vergangenheit verschiedenste Beispiele von Lukas weggeht, Moritz Reichert hat gemeinsam mit zu einem frühen Zeitpunkt mit Clemens Wickler ja bekanntermaßen die U19-Weltmeisterschaft gespielt. Jetzt waren Christian und ich damals noch nicht die Sportdirektoren, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie die Kommunikation an der Stelle war. Zumindest hat sie ja so funktioniert, dass sie gut vorbereitet waren, erfolgreich gespielt haben und dann ist der eine nach rechts abgebogen zum Beachvolleyball in die Spitze und der andere nach links zum Hallenvolleyball und ist dort Weltspitze geworden. Also ich sehe eher sehr viele positive Beispiele und wir versuchen das immer sehr stark reinzubringen. Und von diesem Thema, naja, das kann man ja gar nicht und das funktioniert alles nicht. Ich glaube schon, dass man es kann. Mit einer sehr guten Planung bei den Top-Athleten, genau. Und alle anderen Athleten, die den Kalender nicht so voll haben, für die ist es sollte es kein Problem sein, beides machen zu können, beide sinnvoll im Kalender unterzubringen und von beiden Untergründen profitieren zu können. Sehe ich genauso. Jetzt sind wir schon sehr weit beim fast nächsten Thema. Ich würde das mal hier zwischen einfügen. Wie funktioniert denn zum Beispiel an eurem Beispiel über die Bundestrainer in Berlin, wie funktioniert denn da die Kommunikation zwischen den Trainern? Also man hat ja, ich vermute, die meisten Spielerinnen oder Spieler trainieren dort über den Winter in der Halle, ne? Und einige sind vielleicht auch interessant für eine Hallennationalmannschaftssaison oder eine Beachvolleyball-Nationalmannschaftssaison. Wie einigt mich dann, wie spreche ich dann miteinander? Wie einigt man sich? Oder probiert man sogar, dass sie teilweise beide Turniere spielen oder wie probiert man das dann? Wir haben versucht, über das Nachwuchskonzept ganz klare Regeln aufzustellen, weil natürlich genau immer diese Fragen die Schnittstellen sind. Und Christian und ich sind da sehr große Freunde davon, dass wir zumindest erst einmal einen klaren Plan mit klaren Grenzen haben. Zum Beispiel, dass im ersten Jahr nach der Sichtung, für uns ist ja immer die Sichtung in Kienbaum alle 2 Jahre der neuralgische Punkt. Wenn man dann mit den Jahrgängen im ersten Jahr auf jeden Fall einen Athletikblock macht und im ersten Jahr einen Hallenblock macht, beziehungsweise die Halle den Schwerpunkt hat, dann ist es klar geklärt. Also im ersten Jahr sind die jetzt nicht in Berlin in der Beachhalle. Vielleicht, wenn Jens sagt, okay, wir können das mal machen, um das mal kennenzulernen, ja. Aber eigentlich ist grundsätzlich von der Planung her im ersten Jahr Halle und Athletik als Schwerpunkt. Und dann im zweiten Jahr geht es dann so, dass wir im Sommer, und da haben wir uns mit den Bundestrainern natürlich abgestimmt, bei den Frauen sind es dann ja eher Jörg Amann und Jens an der Stelle,
Und da haben wir genau festgelegt mittlerweile, von welchem Datum an in einer Saison, je nachdem natürlich, wann auch die Höhepunkte sind, sie dann Beachvolleyball kennenlernen. Und mittlerweile ist es jetzt so, das entwickelt sich aber auch nach und nach, das war Christian und mir auch sehr wichtig, dass alle Spielerinnen und Spieler im Sommer Beachvolleyball kennenlernen. Und deswegen haben wir jetzt in diesem Jahr, hatten wir geplant vor Corona, dass wir wirklich erstmalig gemeinsame Lehrgänge mit allen Hallenkadern oder Beachkadern, also mit allen zusammen, dann im Sommer auch im Sand machen. Unter Beteiligung natürlich auch der Bundestrainer in der Halle, weil es aus meiner Sicht ja auch immer spannend ist zu gucken, was macht der andere Belag, wie kann ich eigentlich ein Training auch als Beachtrainer in der Halle machen oder als Hallentrainer auch im Sand machen. Wir haben da den Juni eigentlich auserkoren, weil dann zum einen alle Hallen-Events vorbei sind, selbst der Bundespokal ist dann vorbei. Dann hätte man grob den kompletten Juni für alle Athleten im Sand als fixes Datum, wo sich auch jeder langfristig darauf einstellen kann. Und dann würde es für die Athletinnen und Athleten, die, aber es sind auch wieder eine geringe Anzahl von der Gesamtheit her, die eine Europameisterschaft zu spielen haben, für die Top 12 plus X, für die Top 14, für die Top 16, würde es in die Halle wieder zurückgehen, um sich auf die EM vorzubereiten. Alle anderen sind frei, Beachvolleyball zu spielen, wenn sie es denn möchten, und wir raten dazu dann auch sehr stark. So kommt jeder mit Beachvolleyball in Berührung, so sind die aktuellen Top-Talente dann über die Hallennationalmannschaft versorgt, und so sind alle anderen, bekommen trotzdem eine hochwertige Ausbildung und entwickeln sich weiter in den Sommermonaten. Plus bei der gemeinsamen Sichtung ist es jetzt ja mittlerweile so, dass wir einen kompletten Beachvolleyball-Tag machen und dann ja auch kombinierte Athleten auf die Beachvolleyball-Kaderliste letztendlich nehmen. Und in enger Abstimmung dann zwischen den Bundestrainern finden dort diese sogenannten Beachblöcke statt. Und das endet dann ja im ersten Sommer sozusagen mit der Deutschen Meisterschaft U16, U17 und dem Bundespokal Beach. Und so können alle letztendlich, egal ob sie jetzt Hallenvolleyball, Beachvolleyball oder beides machen wollen, in Kontakt mit beiden Untergründen kommen, wenn sie es denn wollen. Wir sind immer noch in der Demokratie. Wir haben Hallenspieler, die sagen, wir wollen kein Beachvolleyball spielen. Und mittlerweile gibt es aber auch Beachvolleyballer, die sagen, sie wollen kein Hallenvolleyball mehr spielen. Das ist nicht das, wie wir es so sehen, sondern wir sehen es einen definierten Zeitpunkt von 2 bis 3 Jahren. Da gehen auch in der Realität von unseren Planungen her, waren es 3 nach der Sichtung, aber da gehen auch bestimmte individuelle Karriereverläufe mal nach rechts und mal nach links weg. Jemand wie Philipp John hat länger jetzt als 3 Jahre gebraucht. Andere sind dann früher dran, wie Simon Fretschner, um Beispiele zu nennen. Aber das ist so die Idee, dass bis zu 3 Jahren beides kombiniert in enger Abstimmung gemacht wird. Und dann wird sich entschieden, was natürlich eine Empfehlung der Trainer gibt es auf jeden Fall für jeden Athleten. Aber dann ist natürlich das Entscheidende, was die Athleten möchten. Ja, wenn ihr sagt, in enger Abstimmung wird das so trainiert und getan und in solchen Blöcken, kann man dann auch davon ausgehen, dass die Athleten sowohl Beachvolleyball als auch die normalen Hallenvolleyballtechniken erlernen? Denn da gibt es ja schon 1, 2 Unterscheidungen. Ich denke nur an das große Streitthema Stemmschritt. Stemme ich über den Hacken ein? Stemme ich über den Vorderfuß ein? Trainiert ihr eure Athleten dorthin, dass sie beides anwenden können? Oder sage ich zum Beispiel einem Hallenathleten, ja, du machst es im Sand einfach so weiter wie in der Halle und probierst, ne, so gut wie möglich? Paul, das ist eine ganz interessante Diskussion. Wenn jetzt Jörg Amann hier wäre, der sagt, also Niklas, aus seiner Sicht, und er hat jetzt nun ja auch auf beiden Untergründen viel Erfahrung, er spielt ja auch immer noch Senioren in der Halle leidenschaftlich etc., aus seiner Sicht bis jetzt vielleicht auf einen Einbeinigen und einen Aufsteiger, um mal irgendwie ein, zwei Techniken dann, die speziell wären, zu nehmen. Bis auf das Zuspiel gibt es aus seiner Sicht keine großartigen Unterschiede. Nehmen wir mal die Annahme. Du musst das Spielbrett dahin ausrichten, wohin du den Ball bringen willst. Ob der Ball nun gelb, also bunt oder weiß, in Anführungszeichen ehemals oder wie auch immer ist erstmal nicht entscheidend, weil die Technik dieselbe ist. Du hast natürlich andere
In der Halle hast du jetzt nicht den Wind und vielleicht die Sonne. Aber diese Diskussion ist sehr spannend. Das wäre vielleicht nochmal so ein Folgethema für euch auch und vor allen Dingen auch die Trainer. Also aus unserer Sicht, und ich kann da dem sehr viel abgewinnen, ein Block ist ein Block im Timing. Klar, du machst jetzt keinen Sidestep zur Seite, aber am Ende geht es darum, deine Techniken, die du in der Halle machst, auch im Sand umzusetzen oder andersrum. Wir sehen da aus Beachvolleyball-Sicht nicht die großen Unterschiede und gehen, das war ja konkret deine Frage, so vor, dass wir sagen, arbeite weiter an deinen Techniken, egal auf welchem Untergrund. Ich bin da auch sehr dicht bei Jörg, sehen übrigens die Hallentrainer dann genauso. Jörg hat ja auch mal Bundesliga gespielt, also wirklich in beiden Untergründen war er sehr gut. 95% mindestens, ohne jetzt eine genaue Prozentzahl nennen zu können und nennen zu wollen, sind gleich Techniken. Und aus Hallensicht ist es dann so, wenn im Beachvolleyball das Einstemmen über die Hacken erfolgreicher ist, ja, dann muss man es, wenn man Beachvolleyball spielt, auch anwenden, weil egal auf welchem Untergrund man ist, will man ja erfolgreich sein und das sollten wir auch den Athleten beibringen. Dann ist es aber am Ende wirklich ein kleiner Unterschied und auch in der Halle muss man als junger Spieler, als junge Spielerin lernen, dass nicht alle gleich sind, dass nicht immer überall die gleiche Technik erfolgreich ist. Wir haben ja auch im Nahrungskonzept nur die Eckpfeiler der Technik aufgeschrieben und vorgeschrieben, weil am Ende jeder Athlet, jeder Athletin dann doch unterschiedlich ist und man sich seinen Weg auch in der Halle, genauso wie im Beachvolleyball, seinen eigenen Weg dann auch ein bisschen suchen muss und da durchaus die Erfahrung, dass jetzt im Beachvolleyball eine leicht andere Technik notwendig ist, um erfolgreich zu sein, auch da wieder helfen kann, im Hallenvolleyball sich seinen eigenen Weg zu suchen und zu gucken, in welchem Moment, in welcher Situation, welche Art von Stemmschritt dann möglich ist. Auch da fährt man nicht auf Schienen im Hallenvolleyball, sondern muss wie ein Auto auch mal das eine oder andere Hindernis dann mit Hilfe des Lenkrads dann umschiffen oder dran vorbeikommen. Deswegen nicht den normalen Hallenstemmschritt im Beachvolleyball machen, sondern sich anpassen an die Situation und die Unterschiede sind extrem gering. Also, okay. Ich weiß aus Erfahrung, dass es ein großes Streitthema sein kann, auch wenn ich vielleicht mit meiner Meinung dicht bei euch dran liege. Und, genauso wie Niklas, macht ein Folgethema und diskutiert das mal aus. Ja? Am Ende ist es unter Trainern. Die beste Fortbildung für Trainer ab einem gewissen Niveau vor allen Dingen ist, sich mit anderen Ideen auseinanderzusetzen und darüber zu diskutieren. Ja. Und Christian, jetzt einfach fände ich eine gute Sache, den Vorschlag von Niklas. Christian, jetzt einfach mal eine Frage: Wie nehme ich denn dem eingefleischten Hallentrainer, der das schon seit Jahren macht in seinem Verein und der auf seinem Vereinsgelände irgendwo ein Beachvolleyballnetz hat, aber sich seit Jahren sträubt, wie nehme ich dem denn jetzt die Angst vor dem von dem Beachvolleyballtraining? Ja, da könnte ja irgendwas passieren, jetzt machen die alles anders. Wie nehme ich dem jetzt die Angst? Der ist vielleicht denn schon ein bisschen älter und was sage ich dem, wenn ich jetzt sage, komm, ich gehe jetzt mit deinen Schützlingen ein bisschen raus, du kannst auch gerne mitmachen, du kannst auch mitkommen, guckst dir an. Wie nehme ich dem die Angst davor? Vielleicht sollte man die ehemaligen Athleten an Athletinnen fragen. Erster, den man immer, wenn es um eine Karriere geht, wenn es um tiefgründige Argumentationen geht, der mir in den Sinn kommt, ist Lukas Kamper. Lukas Kamper ist kein eingefleischter Beachvolleyballspieler gewesen. Dafür hat er auch am Ende dann zu wenig Zeit gehabt. Ja. Aber ist jemand, der da genauso wie zig andere eine lange Karriere auf einem Untergrund gemacht hat und der, ohne mit ihm darüber gesprochen zu haben, genau das Gleiche vertreten würde wie ich auch. Es ist eine gesunde Abwechslung. Ja, es ist volleyballnah. Also es ist nicht, dass man mit dem Mountainbike irgendwo Berge hoch und runter fährt und da vielleicht am Ende noch was passiert. Es ist 10-mal besser als eine 8-wöchige oder 10-wöchige Saisonvorbereitung
bei 30 Grad und dann 50 Grad in der Halle zu machen und dort das 500. Wiederholung in der Abwehr zu machen oder Floataufschläge auf die linke Seite. Das ist eine Abwechslung und die wird sich in einer langen Volleyballsaison, wo es im Winter spät die Sonne aufgeht, früh dunkel wird und man das Gefühl hat, man ist nur in der Halle, es ist alles trist, wird einem hinterher die ein, zwei, drei Wochen, die man vorher Beachvolleyball gemacht hat, wird sich aufs Gemüt positiv auswirken. Ja. Auf den Körper wird sich positiv auswirken, weil es eine andere Belastung ist, gerade für den Einstieg eine geringere Belastung für die Gelenke ist durch den weichen Untergrund. Und auch, das ist kein zu unterschätzender Faktor auf die Grundtechniken, auf die Herangehensweise als Spieler. Mittelblocker müssen in den Sand gehen, Mittelblocker müssen mal annehmen. Sie müssen ordentlich zuspielen können. Also in der Halle macht das einen geringen Anteil ihrer Spielqualität aus, aber am Ende reden wir immer über die letzten 0,5 oder 6%. Und wenn man bei 24 beide als Mittelblocker das Zuspiel versaut, ja, oder dann die Abwehr dann wieder mal schief geht, dann hätte man sich dann doch vielleicht gewünscht, sich in dem Bereich im Sommer ein bisschen verbessert zu haben. Was soll im Beachvolleyball passieren? Ja, es kann immer überall was passieren. Das Risiko ist nicht größer. Ich denke, man sollte den ehemaligen Volleyballern vertrauen, wo mir keiner bekannt ist, der sagen würde, Beachvolleyball hat mich schlechter gemacht. Ja. Der eine oder andere ist nicht so talentiert im Beachvolleyball und macht es deswegen weniger gerne. Markus Popp und Björn André haben es deswegen auch gerne gemacht, weil sie es geschafft haben, da sogar ins Finale zu kommen bei der Deutschen Meisterschaft. Sie spielen am Ende, um zu gewinnen. Vielleicht haben Hallenvolleyballspieler da Aversionen gegen Beachvolleyball, aber aus einem einfachen Grund, weil sie verlieren. Ja. Ansonsten hat es, wenn man die Athleten mit viel Erfahrung fragt, nur Vorteile. Ich kann nur sagen, geht einfach raus als Hallentrainer. Und wenn die Hallentrainer jetzt sagen, ja, wir möchten aber nicht, wir sind unsicher, ja, dann macht doch Hallentraining einfach nur auf anderem Untergrund. Seid neugierig, lernt es mal kennen, seid offen. Und das ist ja wie immer mit Veränderungen, wenn man mal was anderes macht. Manche Menschen sind dafür offen und manche eben nicht. Und der Blick über den Tellerrand, der schafft halt eben auch nicht jeder, logischerweise. Deswegen, jeder, der es nicht macht, das ist logischerweise für mich auch okay. Aber denkt an die Athleten, Christian hat es ausgeführt. Und ich glaube, also weniger Menschen, oder anders formuliert, sind wir nicht alle gerne auch mal draußen. Deswegen könnte das vielleicht auch nochmal ein Anreiz sein, zu sagen, komm, nimm einfach genau deine Hallenvolleyballübung, mach sie auf einem anderen Untergrund mit einem anderen Ball und dann gucken wir mal, was passiert. Eine Sache, die wir Hallenvolleyball auch noch von Beachvolleyball lernen können und die nicht zu unterschätzen ist, gerade wenn man sich die Deutschen... Moment, da kommen wir ja gleich noch hin. Okay, dann haben wir das gleich. Jetzt würde ich, es war nämlich so ein guter, so fast schon so ein guter Abschluss von Niklas. Christian darf es gerne gleich. Ich würde euch gerne jetzt nochmal eine Abschlussfrage stellen. Ihr habt so gut geantwortet, ihr habt ja meinen ganzen Fragenkatalog schon runtergespult, ohne dass ich euch die Frage stellen musste. Ich würde euch mal bitten, jeweils zwei spezifische Sachen aus eurem Bereich, also aus dem Hallen- oder Beachvolleyball, zu nennen, die der andere von euch lernen kann. Also Christian, du könntest jetzt gerne nennen, was ein Beachvolleyballer von einem Hallenvolleyballer lernen kann. Oder, ja, genau so rum. Oder wolltest du es andersrum machen? Du kannst natürlich auch andersrum machen. Beides. Du kannst beides machen, wenn es geht. Weil ich glaube, dass es gerade wichtig ist für die Hallentrainer, dass wir auch aus dem Hallenbereich wirklich offen und ehrlich aufzeigen. Und da ist Frederik am Ende vielleicht prädestiniert für als Verantwortlicher für den Leistungssport auf dem Untergrund. Was wir davon lernen können, ein paar Sachen habe ich schon gesagt. Körperlich ist es sicherlich für eine Saisonvorbereitung oder insgesamt eine andere Belastung und weniger anspruchsvolle Belastung für die Gelenke. Ausbildung in den Grundtechniken ist ein wichtiger Bestandteil, dass auch mal ein Zuspieler mal einen Angriff machen kann und machen muss, zum Beispiel. Aber der alles entscheidende Faktor, warum ich der Sache extrem positiv gegenüberstehe und was uns gerade in Deutschland im Hallenbereich manchmal ein bisschen fehlt,
ist der mentale Ansatz, den Beachvolleyball einfach automatisch mitbringt. Ja, man ist bei Beachvolleyball nur zu zweit auf dem Feld. Ja, man hat meistens keinen Trainer, zumindest kein Coaching, dann Möglichkeiten. Man kann nicht ausgewechselt werden und man ist konstant vom Gegner unter Druck. Gerade wenn man aus dem Hallenbereich kommt und nicht so viel Erfahrung hat, wird meistens auf einen aufgeschlagen. Das heißt, man ist eine Annahme gefordert und man muss hinterher den Sideout durchbringen. Und diese Herausforderung, die das Ganze mit sich bringt, die ist größer als im Hallenbereich, wo man 6, 7 Leute auf dem Feld hat, wo man ausgewechselt werden kann, wo man nur 1, 2, 3 Aufgaben hat und die eigentlich die Stärke, die eigene Stärke sind. Da fühlt man sich deutlich wohler und hat, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, deutlich weniger Herausforderungen. Beachvolleyball bringt einen konstanter an die Grenze, ja, an die Grenze, das Ganze mental durchzuhalten, sich zu fokussieren und ohne externe Hilfe in einem schwierigen Umfeld sich durchzusetzen. Und das können wir im Hallenbereich sicherlich lernen und da gerade Beachvolleyball-Turniere extrem viel nutzen, um uns dort weiterzuentwickeln und im bestmöglichen Falle das hinterher in den Hallenbereich dann zu transferieren. Es ist so, aber da kann Niklas vielleicht gleich noch was zu sagen, wahrscheinlich können auch Beachvolleyballer was von Hallenvolleyballern lernen. Ich denke, was Hallenvolleyball auszeichnet, ist vor allen Dingen, dass es eine reine Mannschaftssportart ist. Bei Beachvolleyball muss man immer noch gucken, ob es eine Mannschaftssportart ist, weil man zu zweit auf dem Feld steht. Es hat auf jeden Fall deutlich mehr Elemente dann schon von einer Einzelsportart, auch so außerhalb des Sports. Man kann sich das Training leicht organisieren, man hat selber mehr Verantwortung natürlich, auch sehr mehr Einflussmöglichkeiten. Im Hallenbereich sind die soziale Komponente, die Teamkomponente sehr stark ausgeprägt. Man muss sich einfach in einem großen, 12, 14 Leute, allein Spieler plus Trainer plus Co-Trainer plus die drumherum sind, zurechtfinden, sich seinen Platz finden und der Mannschaft vor allen Dingen etwas geben. Ja. Diese Notwendigkeit ist im Beachvolleyball sicherlich da, aber deutlich geringer. Trotzdem ist die am Ende fürs Leben, glaube ich, extrem wichtig, sich auch immer im Hinterkopf zu behalten, was kann ich dem anderen geben, weil wenn ich ihm etwas gebe, dann wird er der Mannschaft etwas zurückgeben können. Am Ende ist der Mannschaftserfolg das Wichtigste. Für mich sind es zwei Themen, die ich jedem Hallenvolleyballer an der Stelle jetzt erstmal aus der Sicht, ich komme gleich auch auf den anderen Punkt, für Beachvolleyball empfehlen würde oder werde, das ist Eigenverantwortung und Selbststeuerung. Und Christian hat es eben schon an 1, 2 Stellen auch anklingen lassen. Das wissen wir alle, gerade je professioneller die Mannschaften sind, das geht aber auch schon im Kaderbereich in unteren Jahrgängen ja los. Da wird dir genau gesagt, jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, dann bist du am Bus, dann fährt der Bus ab. Dann ist Mittagessen, dann ist dies, das ist jenes. Es ist jetzt nicht so, dass wir im Beachvolleyball nicht auch Wochenpläne haben, natürlich. Aber die Pläne sind dann so, dann ist Trainingsbeginn. Und all das, was jetzt davor passiert, müssen die Athletinnen und Athleten selber in der eigenen Verantwortung steuern. All das, was auf dem Spielfeld passiert, wie passe ich mich an taktische, spielerische Entwicklung, wie passe ich mich dort an? Da kann man theoretisch ja mal zum Trainer gucken, aber durch das Non-Coaching-Gebot, zumindest international, an vielen Stellen, je älter sie werden in den Jahrgängen, desto eher müssen sie, Stichwort World Tour, Eigenverantwortung übernehmen. Das heißt, selber reflektieren, was passiert, was mache ich? In der Halle kannst du eine Auszeit nehmen, kannst du über kurze Anweisungen, wissen wir alle, wenn man relativ dicht am Spielfeld steht, doch nochmal Sachen verändern. Das hast du so komplett nicht. Und genau diese Selbststeuerung und Eigenverantwortung ist ja das, was wir am Ende wollen, egal auf welchem Untergrund, glaube ich zumindest. Und deswegen ist Beachvolleyball da an der Stelle wirklich sehr zu empfehlen. Und Hallenvolleyball ist extremst zu empfehlen. Ich bin auch der absolute Verfechter, der sagt, bis zu einem bestimmten Niveau, ob das zweite oder erste Liga ist, muss man dann sehen, kann man aber definitiv beides auch leistungsorientiert machen, in enger Abstimmung.
sind genau diese teamspezifischen Sachen. Dass man sich dann eben als Individualist, was man vielleicht vom Beachvolleyball kennengelernt hat, in ein Mannschaftsgefüge einfügen muss. Da sind soziale Prozesse, die extrem wichtig sind. Das sind Teamprozesse, die wichtig sind. Und so kann man aus meiner Sicht aus beiden das Maximum rausziehen. Am Ende ist das Entscheidende, dass ich individuell, wenn jetzt mal sozusagen die DVV-Brille aufsetzt, dass sie individuell das Maximum für sich rausholen. Ob das dann die A-Nationalmannschaft und dann Hallenvolleyball und Olympische Spiele am Ende ist, die erfolgreich zu bestreiten, oder die World Tour-Karriere und darüber dann bei Olympischen Spielen im Beachvolleyball zu sein. Das ist das Entscheidende. Und vielleicht eine Sache noch zum Abschluss. Wir wissen natürlich auch, dass das immer ein leidenschaftliches Thema ist, was diskutiert wird. Wir wissen auch, dass bestimmt, um das mal deutlich zu sagen, wir leben ja in der Realität, bestimmte Hallenvereine da ganz andere Ziele haben. Also Hallenvereine haben keine Beachvolleyball-Ziele. Das muss man de facto auch einfach mal so aussprechen. Das ist uns auch bewusst. Trotzdem versuchen wir immer dafür zu werben, dass individuell die Athletinnen und Athleten betrachtet werden. Nicht nur im Athletiktraining, das wird immer wichtiger, sondern auch an anderen Stellen. Und dann kommt man aus meiner Sicht an weder Hallen noch Beachvolleyball bis zu einem bestimmten Alter, bis zu einem bestimmten Entwicklungsstand vorbei. Vielen Dank für eure Zeit, für euer Interview. Ich glaube, damit können wir den Trainern ein bisschen was mitgeben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank an euch und bis bald. Danke, Paul. Danke, Norman. Bis bald. Tschüss.